Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, gibt es heute wieder ein 3-Bücher-Die-Video von mir. Und zwar 3 Bücher, die mir das Herz herausgerissen haben, beziehungsweise eins hat es noch nicht, aber ich bin es gerade am Lesen und es hat das Potenzial dazu. Aber mehr dazu erzähle ich euch, wenn ich euch das Buch auch zeige. Also, ich würde sagen, wir packen hier die Taschentücher aus, machen uns bereit und starten mit dem ersten Buch. Und das hat es auch direkt schon in sich. Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Also ich glaube, es gibt niemand in der Buchbubble, der dieses Buch nicht kennt oder zumindest den Film kennt. Es ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, auch weil ich einfach Emilia Clarke super, super gerne mag. Aber ich habe das Buch tatsächlich gelesen, bevor es den Film gab. Es ist ja mittlerweile eine 3-teilige Reihe, aber für mich ist eigentlich nur der erste Band der Hauptband. Das andere ist einfach meiner Meinung nach aus geldtechnischen Gründen außenrum noch weitererzählt worden. Eigentlich ist die Geschichte hier nämlich beendet. Ich werde euch gleich auch noch den Klappentext vorlesen. Ja, es ist ein Buch mit schweren Themen und das sind sie eigentlich alle 3. Also es sind alles Liebesromane, die ans Herz gehen, die ein sehr, sehr schweres Thema haben. Hier geht es eben um Will Traynor, der im Rollstuhl sitzt und ja, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und es geht halt um die Beziehung zwischen den beiden, die als Pflegekraft und zu pflegender eigentlich beginnt. Das ist richtig, richtig schön gemacht. Jojo Moyes schreibt allgemein sehr gefühlvoll, finde ich. Also ich wusste, als ich das Buch in die Hand genommen habe, noch nicht, um was es per se geht. Also klar, ich habe den Klappentext gelesen und es wurde mir auch empfohlen, dass das Buch richtig gut ist. Aber ich habe nicht erahnt, wie tief das Ganze überhaupt geht. Und ich glaube, ich habe schon im ersten Drittel gefühlt die Tempobox verbraucht, weil ich einfach wusste, worauf es hinausläuft. Und ja, das ist auch tatsächlich ein Film, den ich immer, 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 immer schaue, wenn es mir nicht gut geht und ich einfach das Bedürfnis habe, nicht grundlos zu weinen, sondern einfach mal wegen einer anderen Sache zu weinen, anstatt der Hauptsache, um die es eigentlich in meinem Kopf geht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und jetzt würde ich euch natürlich noch den Klappentext vorlesen. Lou und Will. Luisa Clarke weiß, dass nicht viele in ihrer Heimatstadt ihren etwas schrägen Modegeschmack teilen. Sie weiß, dass sie gern in dem kleinen Café arbeitet und dass sie ihren Freund Patrick eigentlich nicht liebt. Sie weiß nicht, dass sie schon bald ihren Job verlieren wird und wie tief das Loch ist, in das sie dann fällt. Will Traynor weiß, dass es nie wieder so sein wird wie vor seinem Unfall. Und er weiß, dass er dieses neue Leben nicht führen will. Er weiß nicht, dass er schon bald Lou begegnen wird. Eine Liebesgeschichte anders als alle anderen, die Liebesgeschichte von Lou und Will. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Das nächste Buch habe ich mir damals auf die Wunschliste gepackt, weil die liebe Laura von Lauras Lesestunde da so von geschwärmt hat und gesagt hat, es ist ihr absolutes Lebenshighlight oder eines der Lebenshighlights. Und ich glaube, wenn ich das letztens auf ihrem Kanal richtig gesehen habe, dann zählt sie das immer noch dazu. Ich hatte es ewig auf der Wunschliste und habe dann bei einer Wichtelaktion mitgemacht. Und da habe ich es dann, also ich habe glaube ich so ein Weihnachtswichteln oder so, und da habe ich es dann zusammen mit einer passenden Buchkerze davon in der Post gehabt. Ich spreche nämlich von A Wish for Us von Tilly Cole. Ich denke auch hier wird die Buchbubble wissen, warum dieses Buch zu Recht in diesem Video gelandet ist. Es ist ebenfalls ein sehr, sehr schweres Thema. Und ich habe es tatsächlich auch nicht so kommen sehen. Also das Buch ist total unvorhersehbar gewesen für mich. Ab einem gewissen Punkt konnte ich es dann natürlich erahnen, worauf es hinausläuft. Aber ja, es hat mich zerstört, sagen wir es mal so. Es hat auch eine Zwillingsthematik, was für mich ja immer noch mal doppelt interessant ist. Als
eigener Zwilling. Und ja, es macht sehr, sehr viel mit einem. Es geht ans Herz, es geht sowohl im positiven als auch im negativen Sinne ans Herz. Lustigerweise geht es auch ganz, 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 ganz viel um Musik und um Komponieren und um das Hören und das Empfinden von Musik. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass ich momentan so alles, was mit Rockstars, Musikern und Co. zu tun hat, nicht mehr lesen kann. Aber ich finde, obwohl dieses Buch diese Thematik beinhaltet, könnte ich mir gut vorstellen, es auch wirklich zeitnah nochmal zu lesen. Ich würde tatsächlich auch meine Hand für ins Feuer legen, dass jeder, der das Buch liest und auch wirklich konzentriert dabei ist, am Ende weinen muss. Und genau das ist das Schöne, was Bücher mit uns machen. Und jetzt verrate ich euch noch, um was es geht. Seine Küsse waren wie Farbexplosionen in der Dunkelheit, seine Liebe wie Musik in einer stummen Welt. Cromwell Dean ist der erfolgreichste Musiker Europas. Mit gerade einmal 19 Jahren liegt ihm die Welt zu Füßen. Doch seine Musik bedeutet ihm insgeheim nichts. Um sein Talent nicht weiter zu verschwenden, beginnt er ein Musikstudium in den USA, wo er Bonnie Faraday kennenlernt. Ehrgeizig und von Musik begeistert, könnte das Mädchen aus einfachen Verhältnissen und Superstar Cromwell unterschiedlicher nicht sein. Doch als sie für ein Kompositionsprojekt zusammengesetzt werden, regen sich nicht nur Gefühle in Cromwell, die er noch nie gespürt hat, sondern auch eine alte Sehnsucht, die mit aller Macht vergessen bleiben muss, auch wenn es ihn seine Liebe zu Bonnie kosten könnte. Und dann kommen wir last but not least zu einem Buch, das gerade erst frisch auf den Markt gekommen ist und trotzdem hat es schon seinen Weg hier ins Video gefunden. Und zwar ist das The Things We Leave Unfinished, eine Familie, zwei Geschichten, 1000 Gefühle. Ja, warum habe ich dieses Buch ausgewählt? Weil es mich persönlich mal wieder total anspricht. Es geht um einen Mann, der das Buch einer Autorin fertig schreiben soll und deren Enkelin muss halt die Zustimmung geben, ob er das darf oder nicht. Und zwischendurch switcht das Ganze halt in eine komplett andere Richtung. Da geht es nämlich um die Liebesgeschichte dieser besagten Autorin, wie sie damals ihren Mann kennengelernt hat. Und das waren eben alles so Kriegszeiten und wie sich diese Liebe trotz des Kriegs entwickelt hat. Ich habe bisher erst so 20% maximal gelesen. Mein Lesezeichen ist mir eben rausgefallen, deshalb kann ich es euch jetzt nicht genau sagen. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich es aktuell weiterlesen möchte, weil es mir momentan allgemein nicht so gut geht. Auch wegen einer Thematik, die hier eben auftaucht. Ich mache da ja kein Geheimnis draus, dass ich mit einem Amerikaner liiert bin, der auch auf der Air Force beschäftigt ist und zeitnah auch für einige Monate in Kriegsgebiete gehen muss. Und dementsprechend bin ich aktuell am Überlegen, ob ich dieses Buch dann tatsächlich zu aktuellen Zeiten lesen möchte oder mich doppelt zerstören möchte. Ja, das ist aktuell die Frage. Nichtsdestotrotz, bisher ein wundervolles Buch. Rebecca Yarros wird den meisten wahrscheinlich eher was sagen von ihrem anderen Buch, das für mich ein Jahreshighlight war, nämlich Fourth Wing. Und das war ja auch schon so ein Schinken. Und der zweite wird noch dicker. Und auch hier für einen Liebesroman ist er schon arg dick. Nämlich fast 570 Seiten. Das ist schon eine Menge. Die liebe Rebecca kann sich schlecht kurz fassen. Ich versuche das natürlich jetzt zu tun, bevor ich jetzt noch weiter in meine private Abgründe hier abdrifte. Ich werde euch natürlich jetzt noch den Klappentext vorlesen. Georgia Stanton steht am Tiefpunkt ihres Lebens. Nach einer schmerzhaften Scheidung kehrt sie in ihre Heimat Colorado zurück, um sich den literarischen Nachlass ihrer Urgroßmutter zu kümmern. Scarlett Stanton war eine erfolgreiche Liebesromanautorin. Nur ein einziges Buch hat sie nie beendet. Die Geschichte ihrer eigenen großen Liebe, die sie in den Wirren des Zweiten Weltkriegs fand und verlor. Noah Harrison befindet sich als Autor auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er bekommt von seinem Verlag die einzigartige Chance, das letzte Manuskript seines literarischen Idols zu beenden. Wäre da nicht Georgia? Georgia, die ihm auf jedem Schritt des Wegs widerspricht und ohne deren Segen er kein einziges Wort schreiben darf und die ihn mit jedem Tag mehr fasziniert.
Ich glaube, das ist ein wundervolles Buch. Und ich glaube, ich werde vermutlich das komplette restliche Buch über weinen. Deshalb zu Recht in diesem Video. Ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Ich packe euch die Bücher natürlich wie immer in die Infobox. Da gibt es die Links zu Thalia und zu Amazon. Da sind wie immer Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr ein Buch davon kauft über diesen Link, kriege ich eine kleine Verkaufsprovision. Und damit würdet ihr mich natürlich sehr, sehr unterstützen. Ansonsten war's das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Fühlt euch gedrückt, habt's fein und hoffentlich bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.